die Orte von Thoma. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Unterbleiben, Dicker, unten. So, wie ihr seht, wir haben jetzt das Auto von Thoma rausgeholt. Hat ein bisschen Anlaufprobleme. Nicht gesehen. Ach so, nicht jetzt gesehen. Gehen mal wieder aus, die Karre dann da. Erstmal ein bisschen warm laufen lassen, das Ding da. Diesel hat er drin. Batterie habe ich gestern noch voll geladen, ganzen Tag noch. Und dann fahren wir den Vogel auch zurück jetzt, den JJ, der kommt zurück und Auto auch zurück. Und dann machen wir heute mal die Gesamtsituation besprechen, die finanzielle Situation. Es sieht böse aus, sag ich mal. Ne? Gut, wir fahren jetzt erstmal runter. Das ist eine gute Stunde von uns weg. Sind nur so 50 Kilometer, aber es ist halt alles nur Serpentine, Berg runterfahren, alles nur. Ne? Und dann nach Sonnenwetter. Ne? Machen wir das erstmal, okay? Gucken wir das mal. Das Ding haben wir auch noch da. So. Hallo, Sawadika. Nimmst du alles mit hier? Diese für Papa, diese für Thomas. Okay. Wir essen diese. Gut. Wir sind da. Mein lieber Scholli. Was für eine Leiche. 521.000 Kilometer. Ein Lenkspiel wie im alten Schwarz-Weiß-Film. Weißt du, wir sind dann am Kurbeln hier dann da, ne? Tacho, es geht eigentlich vom Instrumententafel geht eigentlich nur noch Drehzahlmesser und wahrscheinlich die Tankuhr. Alles andere ist tot, ne? Klappert du links, Radlager du und hinten die Achse klong, klong, klong. Du, du warst für eine Leiche. Mein lieber Scholli, aber ich hab's geschafft. Guck mal, hier noch einen Vogel raus da. Den ollen Vogel hier. Im Käfig. Ja, im Käfig ging nicht. Wieso? Die Hi Vogel, wie geht's? Mr. JJ. So. Er hat's überstanden. So, Jungs und Mädchens, jetzt sind wir bei Thomas zu Hause im Haus. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, er ist aus dem Krankenhaus raus. Es geht ihm den Umständen entsprechend. Er kann auch wieder jetzt selbstständig atmen. Er braucht so gut wie kein Sauerstoff mehr. Also jetzt eigentlich jetzt normalerweise nur noch im gut Notfall irgendwie mal so. Ne? Aber sonst ist es eigentlich alles schon, dass er selbstständig arbeiten kann. Geht es soweit? Wohl jetzt nach dem Sport, ne? Also nach dem Physiotherapie dann, ne? Dass er dann Sauerstoff braucht, weil das dann noch ein bisschen anstrengend ist, das Ganze ist ja klar. Ne? Das Ganze ist natürlich auch für ihn anstrengend. Die linke Seite ist weiterhin nichts, obwohl es ist doch was. Es ist ja blöd, also er kann die Seite da jetzt nicht jetzt bewegen, aber Schmerzen hat er. Na, das ist ja geil, oder? Schmerzen sind da drin und er braucht auch ab und an, braucht er dann auch, wenn die Schmerzen dann so stark werden, Morphin, was dann hier auch dann intravenös oder mit dem Schlauch dann da jetzt noch verabreicht wird. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja natürlich ganz misslich. Ne? Wieso sind die Schmerzen da? Ne? Aber der Arzt selber sagt also, gib Zeit, ne? Gib Zeit und das würde dann kommen noch mit der linken Seite, aber Zeit geben dann. Ne? Thomas selber kann nicht sprechen, ist klar. Er hatte noch den Schnitt hier drin, da mit dem Edelstahl, Ding da, der Wasser drin ist dann da. Also Schwätzen ist so weiter da nichts, aber Handyspielen und so und alles andere funktioniert. Kopf ist in Ordnung, alles passt dann da, ne? Nur halt das, ja, nur ne, die linke Seite da. Ja, also, das mal so zum Zustand da. Jetzt lese ich euch hier mal die WhatsApp-Nachricht von Thomas, seinem Vater, vor. Und dann will ich darauf jetzt mal eingehen. So, der Vater schreibt hier in dem WhatsApp-Hilfe-Gruppe hier drin.
Wie bewältigt von die Situation? Pflege ist ein Vollzeitjob und bringt eine gewaltige Verschiebung des Lebens. Der eigene Bewegungsradius ist stark begrenzt. Es bringt auch viel Selbstaufgabe durch das zugewandte Leben auf Thomas. Kann sie selber noch arbeiten? Kommen die beiden finanziell rum? In Gedanken sind wir oft bei den beiden. Hoffen wir das Beste für morgen. Das war also dann jetzt gestern, vorgestern wegen dem Krankenhaus. Gestern? Ja. Es würde uns freuen, wenn es einen Lichtblick in Thomas' Gesundheitsverlauf gibt, der die gesamte Lage deutlich entspannt. So, jetzt will ich hier mal auf das da draufgehen von der finanziellen Lage. Also, und von, es ist misslich. Die Lage ist misslich. Und zwar, es ist ein Vollzeitjob, ja. Es ist ein richtiger Vollzeitjob und zwar Tag und Nacht auch dann. Also es muss schon ständig jemand hier dann sein dann, ne? Das heißt, von geht gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, von hat keine Arbeit mehr, von hat kein Geld mehr. Also jetzt ist natürlich so, dass da die Geldsituation natürlich jetzt prekär ist, sagen wir es mal, ne? So wie es ist dann. Laufenden Kosten sind ja natürlich auch hier, ist ja klar. Von hat noch ihr Auto da. Ich sage schon mit der alten Leiche, da kann ja kein Mensch mehr damit fahren, dann, ne? Ehrlich. Sie hatten, klar, wenn du schon 20 Jahre lang mit der Leiche fährst, ne, dann ist das so. Aber von fährt mit ihrem kleinen, was hat sie, kleinen Toyota, ne? Oder was? Ne? Was hat sie da? Weiß ich nicht. Egal. Lotta ihn. Und der ist natürlich jetzt auf Raten bezahlt, ist klar. Toyota. Und wenn da keine Zahlung kommt hier in Thailand, ist es so, dann ist das Auto wieder weg. Da, die holen dir das Auto dann da ab. So. Jetzt stell dir jetzt mal vor, sagte dann, wenn sie das Auto jetzt nicht mehr hatte und sie muss ja täglich ins Krankenhaus dann da aktuelle Sachen dann holen, was dann auch dann wieder fehlt oder was man halt hier auch so nicht lagern kann dann. Ne? Und sie muss ja täglich dann auch fahren dahin. Dann, ne? Also sie braucht das Auto unbedingt. Geld fehlt. Jetzt kommt kein Geld mehr rein. Ratenzahlungen müssen jetzt gemacht werden. Essen, trinken, okay, man lebt ja sparsam hier, ne? Und Schwiegervater, ne, kommt ja, ne? Oder wer ist das hier? Schwester. Mal jetzt so ein Gitzack Reis oder was, ne? Das ist ja hier nicht das Thema dann da, ne? Aber du musst ja trotzdem musst ja mal einkaufen gehen. Ist ja klar, du brauchst ja mal was anderes auch dann da, ne? Du lebst ja auch nicht nur vom Sack Reis, ne? Also, das fehlt dir natürlich dann auch. Und jetzt kommt ja auch noch, was machen wir jetzt, ne? Mit den Anwendungen hier, ne? Das muss ja auch jetzt gemacht werden und es sollte, normalerweise sollte es täglich gemacht werden, dass täglich ein Profi daran arbeitet, ne? An der linken Seite, um die Beweglichkeit wiederherzustellen. Dann, ne? Also jetzt sollte normalerweise das ja auch bezahlt werden. Jetzt kannst du es aber auch nicht bezahlen, weil ja kein Geld da ist dann. Von wurde angelernt vom Krankenhaus, was er da jetzt machen soll von den Übungen da. Ne? Aber es ist natürlich, es ist besser, wenn das ein Profi macht. Ist klar. Du musst in Deutschland ja für solche Sachen, musst du ja 3 Jahre lang lernen. Und das ist ja auch nicht umsonst, dass man dafür lernt. Und das kannst du ja nicht innerhalb von 3, 4, 5 Tagen im Schnelldurchlauf perfekt lernen. Worauf musst du achten? Was sind, ne? Ich kenne mich da ja auch nicht aus. Ne? Ich würde ja auch da nur mal auf und zu machen hier, ne? und das Bein machen, mal hoch und runter. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ne? Also, all diese sind natürlich jetzt Probleme, die da jetzt auftreten. Und was auch natürlich in Zukunft hier erstmal so jetzt bleiben wird dann. Da, ne? Jetzt kannst du rechnen, was ist jetzt besser, wenn von jetzt wieder arbeiten geht, kommt ein bisschen Geld rein. Dann müsste aber einer eingestellt werden, der jetzt hier 24 Stunden da die Pflege jetzt übernimmt. Wer, wie rechnet sich das? Das rechnet sich nicht. Also, was kostet hier so eine Pflege, Vollzeit? Die hier, ja. Hier, wenn einer kommt? Die Leute wenig. Schwerlich. Ja, das war nicht die Frage, ob die wollen oder ob die nicht wollen, sondern was das kostet. Dann. Okay. Nee. Weiß ja nicht, aber 30.000, 40.000 Watt, hast aber bestimmt weg dafür dann da, ne? Ja. So, damit kannst du rechnen da, was du dann dafür zahlen musst da.
Und das rechnet sich auch nicht, weil dann, wenn von Arbeiten geht, hat sie weniger. Also, wenn sie geht zum Einkaufen, sie sagt, die Family kommt von Leiben mit, nur 17, sie gibt 200 Baht. Nur 17, guck mal, die Thomas hat, kann das atmen oder die Loop, nicht die Handtuch oder was ist das denn so, die hier? Ja. Ja, dass dann einer dann da ist, ne? Das, ja. Auch, das musst du ja alles regeln. Ne? Kannst ja jetzt nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt hier mal einkaufen da und Thomas sitzt jetzt hier mal hier 2 Stunden jetzt alleine da. Das funktioniert auch nicht dann da. Ne? Also die ganze Lebenssituation hat sich komplett gedreht. Alles ist jetzt komplett anders geworden. Es ist viel schwieriger alles da. Ne? Und vor allen Dingen auch mit dem Finanziellen jetzt dann da. Ne? Wenn einer ausfällt, gerade der, wo dann am Arbeiten war richtig da, ne? Und wenn der jetzt ausfällt und da kommt kein Geld rein, ihr könnt euch das selber vorstellen, wenn das in Deutschland passiert, ne? Okay, dann würde vielleicht noch, ne? Hast du deine Krankenversicherung, die wo dann da einspringt, dann. Also hier ist es ja dann da nicht, es gibt doch hier vom Staat hier keine Sozialhilfe oder was, das gibt es ja hier alles nicht, du bist auf dich selber gestellt, ne? So. Ja, das ist halt die andere Seite der Freiheit. Kommen wir aber dann morgen noch dazu, zu dem Thema. Gut, also, das mal zu der Situation, wie das jetzt hier aussieht. Jetzt Zeit für Essen. Ach so, jetzt ist Zeit für Essen. Ja, Essen ist klar, ne? Also Essen kann er auch nicht selber, das funktioniert auch noch nicht. Nein, gar nichts, gar nichts. Er kann nichts schmecken, da kannst du ruhig jetzt hier mal hier ein Schnitzel reinhauen da und dass sich stark jetzt versalzen und dann macht das, das schmeckst du überhaupt nicht nach. Ich habe mich schon jetzt gefragt, eben da, ne? Also vom jetzt Geschmack her absolut gar nichts. Ne? Kann ja, Leute. Schmecken. Er schmeckt es ja gar nicht. Muss ich gleich Er kann ja gar nicht schmecken daran dann. Ne? Ich habe das gestern schon mal, in dem anderen Update habe ich das ja schon mal jetzt erklärt. Also die Füllung da, das macht jetzt vorhin auch selber. Nach Rezept vom Krankenhaus dann, was dann drin sein darf und was nicht drin sein darf dann. Ne? Die Beutel selber darf man nur einmal benutzen. Ne? Also die Beutel selber, wegen Bakterien, dann, ne, wird nach einmal Essen dann fortgeschmissen. Dann, ne? So. Ja, sonst vom Gesundheitszustand, also ich sag mal, also kopfmäßig alles da, ne? Das funktioniert alles dann da. Ne? Das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Vom Gefühl her, was er hat, mit dem Finger, das war immer, ne, das war noch nichts, ne, mit dem Finger. Dieser sei. Ne, mit dem Finger, gerade auch wegen Schreiben dann da, ne. Das ist alles, das komischerweise da auch noch da, ne. Das ist man weg. Man, ne? Was ist er denn? Taub. Ja, man dann da, ne? Man Münzer. Bei meinem kleinen Zeh unten habe ich das auch dann da, der ist auch tot, ja, vom Bandscheibenvorfall mal. Man doch mal Bad. Halt Nerven dann. Aber sonst, ja, hat er sonst noch jetzt Katheter dran, das übliche alles ist, was du halt dann da hast dann. Also ist alles nicht so leicht, nicht so einfach. Was ich noch sagen wollte, genau gestern waren wir ja bei uns im Krankenhaus da. Da wurde das ja ausgetauscht hier, ne? Nein, nur die Nase und Pipi. Ah, okay. Das muss dann auch hier ausgetauscht werden, kann ja auch nicht immer drin bleiben, ne? Die ganzen Sachen dann da. Muss ich auch machen. Und die Oxygen kann nicht geben, er so viel, dann die hier nicht fertig. Ja, habe ich schon erzählt, ja. Ja, auch so hier wegen der, da kam ja noch die Spende hier noch, da kam eine große Spende noch, das kann ich auch noch erzählen hier, und zwar noch vom Erich. Die hat noch eine große Spende gemacht von 10.000 und dann der Bernd hat nochmal 2.000 hat nochmal gegeben. So weiter zum Bad, ne? Nicht so weiter. Die anderen kleinen, ich komme den Namen jetzt nicht drauf. Ich habe wieder mal nichts vorbereitet. Ne? Vielen Dank nochmal an die Spender dann, ne? Muss ich sagen. Und dazu wollte ich jetzt noch sagen, das hätte nämlich gut gepasst. Da hat auch noch jemand geschrieben hier, gerade wegen dem Sauerstoffgerät. Er hat noch eins, der lebt auch in Thailand und er hat noch eins übrig gehabt von seiner Schwiegermutter. Und da wollte er noch 10.000 Watt dafür haben. Hätte dann gut gepasst von der Spende dann da auch. Da.
Dann hat er aber gesagt, du musst unbedingt nachfragen im Krankenhaus, ob Thomas das überhaupt haben darf, ne? Von wegen vom Druck und wie oft muss er das da haben dann. Und dann war vorhin ja im Krankenhaus, hat das ja dann abgeklärt und der Arzt sagt, nein, er braucht das nicht und er muss auch selber atmen und gibt ihm nicht so viel Sauerstoff dann da. Es muss selber kommen, er muss daran arbeiten, dass es dann das funktioniert. Also brauchen wir das dann dafür dann da nicht, ne? Für das Sauerstoffgerät. Ne? Ja, das mal dazu, zum Zustand hier. Ja, sonst kann Thomas eigentlich wenig machen da, aus dem Bett aussteigen kann er alles nicht selber da. Ne? Ich habe das sagen muss, die von Tech Frage, some Leute kommen für Sport zu Hause. Ja. Das ist das Nächste dann, ne? Aber wir können ja jetzt nur der Zustand jetzt dann, ne? Ja. Was wir dann in Zukunft machen, dann machen wir dann nochmal ein Update von, ne? Wie das dann da funktioniert hat, dann, ne? Also vom, ja, machen kann er halt nicht viel da, ne? Ab und an kommt er in seinen Rollstuhl rein da und dann fährt es ihn jetzt da raus, dann da, eben im Garten sitzen, ne? Die, gestern, übergestern, die, Krankenhaus, eine Person vom Song, der Chiang böse ist. Er hat gesagt, du musst sehen, die ihr Mann selber in Auto. Sie ja. Böse, so viel. Ist doch zu schwer. Kannst du doch er nicht helfen. Echt? Ah, leben. Das darfst du ruhig mal mit laut sagen, ganz ja. Genau. Weil, okay, Thomas hat nicht so ein Gewicht, so wie ich dann da, ne? Aber trotzdem, es ist schon schwer. Ne? Dann schon, die Leute schwer, warten so ne? Lang, aber ja. Scheiße, ich kann er nicht ne? Helfen. Oh, Wahnsinn. Oh, ja, das ist nicht schön, das macht ja. Aber dann da. Ne? Wie sagen, ne? Und vorne ist ja auch gerade nicht so, so kräftig dann da, ne? Und dann muss schon, das ist schon alles schwer, ne? Solche Sachen dann da. Ne? Muss man auch alles natürlich bedenken. Ne? Noch nie, ja. Noch nie, geht noch nicht. Ich wollte sagen, also die Maschine da hinten dran, da, ne, was auf der Ecke hinten da steht, da, das ist zum Schleimabsaugen. Das muss ja auch zweimal am Tag jetzt gemacht werden, was dann da noch hier da alles dann da drin steckt. Dann. Das muss auch machen. Die Teile da, das muss auch alles immer klinisch rein sein. Das kannst du auch nur einmal genutzen oder was. Ne? Das ist, muss auch immer wieder weg dann. Ne? Das ist auch viel Verschleiß dann auch jetzt dabei dann, ne? Und ja, die anderen Pflegesachen da, die muss auch alles austauschen da, ne? Das ist alles nicht so ohne das Ganze dann, ne? Die ganze Pflege. Ja, also das mal zum aktuellen Zustand. Auf jeden Fall schon mal viel besser, wie wir es dann im Krankenhaus das erste Mal da jetzt waren. Hat sich also da schon wesentlich gebessert und hoffen wir mal, dass es so dann weitergeht. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn, Thomas und Von aus Thailand. Ich mache nochmal den Spendenlink unten rein. Vom Vater hier, vom Let's Go Found mache ich rein da oder wer sonst wieder auf Porns Konto das überweisen möchte, dann der aus Thailand ist oder was. Ne? Das geht natürlich auch und leiten wir dann alles natürlich hier dann sofort unproblematisch weiter. Machen wir so? Gut, dann war's es und tschüssle, ciao. Und tschüssle, ciao.